Die Anden werden als Verwandte der Slawen betrachtet. Sie sind ein Sonderfall der Ethnogenese. Sie sind Slawen, heben sich allerdings als eigenes Gemeinwesen vom Rest ab. Slawen wie Anden, berichtet Prokop, würden nicht von einem einzelnen Mann regiert, sondern lebten in einer demokratischen Ordnung, in der gemeinsam entschieden wird. Die Anden hatten hingegen Anführer, sonst wären sie nicht politikfähig gewesen. Die Anden siedelten zwischen Dnjepr und Dniester. Bei den Slawen blieben die Awaren in schlechter Erinnerung. Der Obor wurde zum furchteinflößenden Riesen späterer Sagen und Märchen oder zum Schimpfwort. Im 7. Jahrhundert berichtet eine Quelle: Jedes Jahr kamen die Hunnen, das sind die Awaren, zu den Slawen, um bei ihnen zu überwintern und schliefen mit den Frauen und Töchtern der Slawen. Die Slawen erduldeten auch andere Niederträchtigkeiten und leisteten den Hunnen obendrein Tribute. Die russische Nestor-Chronik aus der Zeit um 1000 berichtet, die Awaren traten den dulebischen Weibern Gewalt an. Wenn ein Aware fahren wollte, so ließ er nicht Pferd oder Ochsen einspannen, sondern befahl 3 oder 5 Weiber an den Wagen zu spannen und den Awaren zu fahren. Frauen zählten also zu den Opfern awarischer Gewalt. Die Slawen standen immer auch in den awarischen Kampfreihen oft an unvorteilhafter Position. So waren sie auch oft in vorderster Schlachtreihe zu finden. Haben sie gesiegt, so treten die Awaren auf und machen Beute. Die slawischen Kontingente im Awarenheer waren groß. Bei der Belagerung von Konstantinopel 626 stellten die Slawen sogar den größten Teil.